Ein Sommer der Erkenntnis, den sieht Robert Halver, der Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank. Und er sieht auch schon durchaus wieder attraktive und interessante Investmentchancen. Wo die genau sind, das sagt er jetzt hier im Interview. Ja, es gibt erste Anzeichen, dass bei dem Thema Gaspreise etwas Entspannung in den Markt kommen könnte. Ob das tatsächlich so ist und welche Folgen das für die Finanzmärkte haben könnte, das möchte ich jetzt besprechen mit Robert Halver. Er ist Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank. Hallo, Herr Halver. Ich grüße Sie, Herr Kerscher. Halver, ich sage nie, dass Sie auch Managing Director sind. Das ist nicht schlimm, ne? Nein, müssen Sie nicht sagen. Das ist okay. Nomen ist Omen, ja. So viel Lametta brauchen wir nicht. Wir wollten ja auch nicht über Titel reden, wir wollen über die Gaspreise sprechen. Also die Bundesnetzagentur hat auch vor Panikmache gewarnt und es gibt Signale, die darauf hindeuten, dass sozusagen der Tiefpunkt bei den oder der Höchstpunkt bei den Gaspreisen erreicht sein könnte. Schätzen Sie das ähnlich ein? Ja, es spricht einiges dafür, dass der Markt das eingepreist hat, dass Wladimir Putin vielleicht gar nichts mehr liefert oder weniger liefert. Irgendwann ist dann Schluss und dann sagen die Märkte natürlich, naja, schlimmer geht's nicht mehr. Wenn der russische Staatspräsident gar nichts mehr liefert, dann müssen wir uns damit arrangieren, aber dann gibt's auch keine weitere Verschlechterung mehr. Natürlich die Hoffnung, dass es dann auch so bleibt, wenn es dann tatsächlich passiert und nichts mehr geliefert werden würde oder mit irgendwelchen Winkelzügen, politischen Winkelzügen dann hin und her das Ganze geht, dann wird es vielleicht nochmal etwas schwieriger werden. Aber wir haben ja so dramatisch ansteigende Gaspreise, dass da schon einiges oder fast, man müsste sagen, weitgehend alles schon eingepreist ist. Nun wollen wir nicht über diese vielen kleinen Katastrophen sprechen, die damit verbunden sind, wirklich. Also Verdopplung der Gaspreise, die teilweise schon angekündigt wurde, auch was das für die Haushalte, für das Heizen bedeutet. Sie sind ja Kapitalmarktanalytiker, Herr Halver. Was heißt das denn für die Kapitalmärkte? Also wenn wir davon ausgehen könnten, dass die Gaspreise nicht weiter steigen, wäre das natürlich auch ein Signal, dass die Inflation langsam aber sicher zwar absolut sehr hoch bleibt, aber zumindest relativ dann langsam ihre Spitze abgeschnitten bekommt. Im Grunde genommen wie beim Friseur könnte man sagen, dass die Spitzen abgeschnitten werden. Das ist ja sehr positiv. Und wenn das der Fall sein sollte, ist ja auch gleichzeitig dann auch die Zinsangst etwas abebbend. Um es so zu sagen, ich bin ja sowieso festen Überzeugung, das haben wir schon besprochen, dass die US-Notenbank Ende des Jahres durch ist, das ist dann positiv. Und diese Zinsangst mit dieser permanent steigenden Inflationsangst würde dann aber auch in Europa etwas nachgeben, wohl wissend, dass die EZB ja nie einen sehr klaren Inflationsbekämpfungskurs fahren kann. Aber das wäre für die Märkte natürlich dann auch eine Erholung. Also Gaspreise nicht weiter höher, die Inflationsangst und die Zinsangst, die geben nach. Da haben wir immer noch das Rezessionsthema, aber auch da könnte man natürlich sagen, wenn man sich die Bewertung von sehr vielen Konjunkturwerten anschaut, da ist ja vieles schon im Preis auch drin. Würden Sie denn sagen, dass zumindest was die Finanzmärkte angeht, das Thema Gaspreise eigentlich eingepreist ist und das nicht mehr ein Belastungsfaktor werden wird? Wir müssen ja immer unterscheiden zwischen dem Standort und den Aktienwerten. Ja, der Standort ist natürlich gerade, wir wollen ja heute nicht, was schlimm genug ist, sicherlich über die Probleme für die einzelnen Bürger sprechen. Aber die großen DAX-Konzerne zum Beispiel sind ja weltweit aufgestellt. Sie schauen ja nicht nur nach Europa oder Deutschland, wenn es um die Gasversorgung geht. Die schauen ja weltweit. Das hat man schon mal besprochen. Eine BASF zum Beispiel in Indien kommt da günstiger zum Beispiel an Öl. Das ist ja dann auch der Punkt. In Amerika sowieso. Amerikanische Werte haben das Gasproblem nicht. Da ist Gas ja im Vergleich zu uns, könnte man fast sagen, spottbillig. Das spielt ja auch eine große Rolle. Und wenn Amerika immer noch diesen starken Zugang hat, diesen Influencer-Charakter hat für Europa, dann müsste man in der Tat sagen, haben dann die großen Aktienmärkte hoffentlich das Schlimmste hinter sich, auch die Rezession, vielleicht reden wir ja noch drüber, aber die Rezession ist natürlich auch, wie ich finde, nach wie vor eingepreist. Sie würden vielleicht auch eher sagen oder so, dass eher die Rezessionsängste, das Zinsthema die Kapitalmärkte noch belasten könnte als die Energiepreise und die Gaspreise. Ja, jetzt kommt die Rezession, aber das ist klar, schlimm genug, müssen wir nicht drüber reden. Da, wie gesagt, die Bewertungen preisen das ja schon sehr stark ein. Jetzt wissen wir nicht, wie stark die Rezession wird. Aber wenn wir jetzt auch mal ein bisschen weiter schauen, das müssen wir ja machen. Wir warten ja alle auf den Parteitag der Chinesen, der KP in Peking. Ich weiß gar nicht, ob er in Peking stattfindet oder Shanghai. Da wird man ja wahrscheinlich
feststellen, wir haben erstens das Coronavirus besiegt. Okay, gönnen wir den Chinesen diese Illusion. Und zweitens, danach wird man aber wahrscheinlich dann etwas mehr aufmachen, weil man selbst eben auch weiß, wir schädigen uns auch selbst. Das wäre natürlich positiv. Also die ganzen massiven Industrieaufträge, die ja teilweise unsere Firmen haben, die gar nicht abgearbeitet werden können, die ja brach liegen. Ja, ich sag mal, ich habe das letzte Mal gesagt, ich komme aus der Landwirtschaft, wie ein Acker im Winter unbearbeitet, dass die abgearbeitet werden könnten. Das wäre natürlich positiv. Da würde man ein bisschen der Rezession auch das Wasser abgraben. Das müssen wir abwarten, aber es spricht ja sehr viel dafür, dass das kommt. Und wenn die Märkte immer mehr der Meinung sind, wenn Amerika im nächsten Jahr eine Rezession geht, aber im Grunde genommen dann Amerika, die US-Notenbank, dann im nächsten Jahr wahrscheinlich sogar wie die Zinsen senken würde, ja, dann wäre das natürlich die Freude auch, dass im nächsten Jahr zwar eine Rezession weltweit nicht unwahrscheinlich ist, aber dass ja auch hier die Spitzen genommen werden. Aber es spielt doch eigentlich zumindest der deutschen Wirtschaft in die Hände, dass der Euro etwas schwächer wird. Denn es spielt der Exportwirtschaft in die Hände und dafür könnten doch vielleicht dann auch wieder deutsche Werte profitieren, oder? Ja, das ist ja aber auch irgendwo ein Märchen. Natürlich, wenn die Produkte günstiger werden auf den Weltmärkten, Herr Kerscher, ist das vielleicht dann auch eher dann ein Grund, bei uns einzukaufen. Aber wir wollen ja eins nicht vergessen. Ja, wir haben dann vielleicht günstigere Produkte, die müssten aber produziert werden können. Wenn wir aber keine Rohstoffe haben, dann geht das eben nicht. Der beste Schreiner, der beste Tischler kann ohne Holz nichts machen, nicht zaubern. Da gibt's keinen schönen Stuhl, keinen schönen Tisch, da geht das nicht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ja, Unternehmen, die in Amerika tätig sind, die werden natürlich jetzt in Translation, Umrechnung, US-Dollar umsetzen, in Euro natürlich wunderbare Gewinnvermehrung haben. Ich würde das aber eher Fake-Gewinne nennen. Wir stellen ja fest, wenn Sie Grafiken sehen, dass wir von Gewinnentwicklung wirklich schön nach oben steigen, nach dem Motto, oh, da tut sich ja etwas. Aber es ist natürlich dem Umstand geschuldet, dass der Euro so schwach ist und der US-Dollar so stark ist. Und der dritte Punkt ist vielleicht noch viel wichtiger. Gerade die Unternehmen im mittelständischen Bereich bei uns müssen ja diese hohen Rohstoffpreise einkaufen. Die sind auf Dollarbasis, wie wir alle wissen. Das heißt, über den Euro tut das natürlich noch mal weh. Das heißt, die Marge gerade der mittelständischen Wirtschaft, die ist ja besonders betroffen, im Gegensatz zu den ganz großen Werten, die leiden dann schon. Also das ist schon wichtig, dass dann auch Madame Lagarde zumindest mal andeutet auf der nächsten Sitzung und dann bis Ende des Jahres, ja, die Inflation, wir werden sie nicht bekämpfen können, das wird sie so nicht sagen, aber werden sie nicht so radikal bekämpfen wie eine US-Notenbank, aber zumindest werden wir die Zinsen so erhöhen, dass der Euro ein bisschen dann sich stabilisiert. Wir sehen ja gerade am Schweizer Franken, eine starke Währung verhindert ja diese dramatische importierte Inflation, die ja nicht nur den Konsumenten, sondern auch den Unternehmen sehr wehtut. Also, dass ein Tischler ohne Holz nicht produzieren kann, das hat, Herr Halver, eine gewisse Überzeugungskraft, dass Sie gesagt haben, ich würde Märchen erzählen. Das macht mich fast etwas betroffen. Nun, Spaß beiseite. Lassen Sie zum Abschluss noch mal darüber sprechen. Wenn wir uns, ich sag mal, die Kapitalmärkte insgesamt angucken, stellt sich natürlich für Anlegerinnen und Anleger die Frage oder so, ist das vielleicht jetzt schon wieder ein Zeitpunkt, wo eine Bodenbildung erreicht ist und wo es sich vielleicht lohnen könnte, wieder in die Märkte zu investieren? Also wir haben so etwas wie der Sommer der Erkenntnis, wo wir ja sehen, was macht die EZB zumindest anfänglich, was macht der russische Staatspräsident, was macht eine US-Notenbank, auch gewisse Rezessionsthematiken und auch was macht der Euro. Also erstens würde ich sagen, bitte die regelmäßigen Ansparpläne weiterführen. Wir haben ja definitiv eine Situation, wie Märkte ja fast, ich kann nicht ausgebombt sagen, das klingt zynisch, aber so tief bewertet sind, dass man sagen muss, okay, wenn wir jetzt den Eindruck haben, die Welt geht unter, dann müssen wir noch abwarten. Eine kleine Befürchtung ist bei mir, dass wenn die Märkte nach oben gehen, die letzten zittrigen Hände sagen, so, das war's jetzt, verkaufen und ab in den Urlaub. Das muss aber nicht sein, wenn man sich vor Augen führt, dass es tatsächlich gerade in Amerika Fonds gibt, die nur zu gut 20% investiert sind. Die warten nur auf ein bisschen Licht in dunkler Nacht, um einzusteigen. Und wenn das passiert, wissen wir ja alle, was passiert, da werden die ganzen Absicherungen natürlich dann geschlossen, dann geht der Markt nach oben. Wenn der Markt dann sich stabilisiert hat mit ein bisschen besserer Hoffnung, heißt das noch lange nicht, dass wir dann jetzt nur nach oben gehen. Aber dann stellen wir eben fest, es geht doch mal in die andere Richtung. Nach dem Motto, wenn so viel Negatives drin ist und so viele angstvoll in die Zukunft schauen, dann kann es ja fast nur besser werden. Und das heißt für mich dann eben auch neben den Ansparplänen im Sommer der Erkenntnis,
sich die Werte anschauen, ranziehen. Ich bin nach wie vor ein großer Fan von Hightech-Werten in Amerika, weil wenn die Zinsangst weg ist, muss ich die nicht mehr so beschneiden von der Bewertung. Und deutsche, europäische Konjunkturwerte, die weltweit agieren, da sollte man dann durchaus mal zulangen. In die Maschinenbau, in die Chemie, in die Elektrotechnik und auch in die Automobilwirtschaft. Im Sommer der Erkenntnis hat Robert Halber durchaus eine Präferenz für amerikanische Hightech-Werte, sagt er hier bei Wall Street Online TV. Vielen Dank für das Gespräch. Robert Halber, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank. Vielen Dank. Herr Karsche, danke. Glück auf.